Salü, da sind Sie ja schon. Wieder mal eingeschaltet bei Geistesblüten und wieder nicht am Walter-Benjamin-Platz, aber erwischt mit unserem Magazin. Wir bringen es zweimal im Jahr heraus. Sie können es bei uns ums Eck vom Kudamm am Walter-Benjamin-Platz in der Buchhandlung bekommen oder auf geistesblüten.com und werden dann sicherlich auch auf Victor Justin gestoßen. Er wirkt so unglaublich unschuldig und genau das ist er nicht. Er hat mit dem Regisseur Thomas Petit schon zwei Drehbücher geschrieben und nun erschien bei Kain und Aber sein erster Roman. Er heißt Hitze. Ein Roman über den 17-jährigen Leonard, der niemals wieder mit seinen Eltern verreisen wollte, weil Eltern sind per se peinlich. Vor allem dann, wenn sie fragen, hast du jemanden kennengelernt? Gibt es ein Mädchen in deinem Leben? Solche Fragen möchte sich keiner stellen lassen. Und vor allem dann nicht, wenn sich dann auch noch andere Erwachsene einmischen, die, wie in diesem Fall, auf einem Campingplatz in einem rosa Kaninchenkostüm herumhüpfen. Leonard möchte seine Ruhe, was nicht heißt, dass er ein Einzelgänger ist. Er ist einfach nur wahnsinnig gern für sich allein und hängt seinen Gedanken nachts, sitzt wie ich ähnlich auf einem Spielplatz. Es wird etwas dunkler und er merkt gar nicht, dass sich Oscar auf die nahegelegene Schaukel gesetzt hat, sich immer weiter eindreht und eindreht und eindreht und am Ende stranguliert, tot von der Schaukel fällt. Es ist zu spät, aber Leonard muss handeln. Keiner würde ihm glauben, dass er nur dabei saß und nicht eingriff. Also greift er zum Spaten. Am nächsten Tag, sie wählt eine andere. Alle gucken ihn an, als wüssten sie Bescheid, als sei er verrückt. Lucy bedrängt ihn, die Schöne des Campingplatzes, die ihre Spielchen mit ihm treibt. Louis möchte wissen, ob er bei Lucy endlich landen konnte. Victor Justin schreibt einen Roman über einen Ort, an dem mit dem Glück gespielt wird, das Glück überall präsent ist, die Tragödie ausgeblendet wird. Wenn sie denn tatsächlich passiert, möchte sie gar keiner wahrhaben. Victor Justin, der jetzt zu den Digital Natives gehört und sich per Mausklick die Welt zu sich holen kann, hat uns in dem Interview erzählt, dass seine Generation die Generation nach dem Verlangen ist, weil Verlangen per se Distanz voranstellt. Aber sie können sich alles optisch erfahrbar machen, aber bekommt es daher Fleisch, Geruch, Gefühl. Wir werden es erfahren im Interview in unseren Geistesblüten oder aber auch im Roman, den wir hoffentlich mit einer Lesung bald nachholen bei uns am Walter-Benjamin-Platz. Schalten Sie bald wieder ein. Wir sind für Sie da. Bis dann.